heute den Freitag, den 9. Wir sind jetzt mit Paula schon fertig, haben gefrühstückt, uns angezogen. Ich muss ihr nur noch frische Windel wechseln und dann haben wir einen Arzttermin. Die U6 steht an. Genau, die Paula ist ja jetzt kurz vor einem Jahr. Und da müssen wir nochmal zum Arzt. So, was steht heute sonst noch an? Wir müssten noch Holz draußen sägen. Und dann, ja, ganz normal was kochen, saugen. Ich habe zwar gestern aufgeräumt, so grob, aber nicht gesaugt. Muss man saugen. Und dann muss man die Kinder holen. Mein Mann müsste heute um 1 Uhr nach Hause kommen. Und dann gucken wir mal, was wir machen. Ja, ansonsten, die spielt unten auf dem Boden und lacht. Ja, erzähl mal. Und ja, wir haben den Termin um 10, jetzt haben wir gerade 9. So in einer halben Stunde fahre ich dann los. Und ja, ansonsten, draußen war heute richtig, richtig neblig gewesen, wo ich die Kinder weggefahren habe. Es ist bestimmt auch noch an manchen Stellen, denke ich mir mal. Aber hier bei uns im Dorf geht es jetzt langsam. Ja, ansonsten ist es ein bisschen kühl, also man merkt schon, dass etwas kalt ist. Genau, ansonsten. Ja, was ist das eigentlich? Ja, wir müssen heute zum Kinderarzt und bis jetzt steht nichts mehr an. Deswegen gucken wir mal. Oh, ich bin zurück. Wir haben jetzt 5:12 Uhr und wir sind eben gerade erst vom Arzt wiedergekommen. Es war eine Katastrophe. Wir hatten um 10 Uhr den Termin und sind erst um 11 Uhr rangekommen. Ja. Ich weiß nicht, ist das beim jedem Kinderarzt oder nur da? Normalerweise haben wir überhaupt keinen Kinderarzt. Unser Kinderarzt, den wir hatten, oder die Ärztin besser gesagt, die ist irgendwie weggegangen. Und jetzt seit einem Jahr, oder fast ein Jahr, haben wir gar keinen Kinderarzt. Und wir müssen uns jedes Mal einen suchen, wenn wir diese blöden U-Untersuchungen haben. Und das ist echt eine Katastrophe, ja. Ich meine, natürlich wartet man bei manchen noch länger, ja. Aber obwohl die zwei Ärzte da haben, es waren zwei Ärzte, Mann und Frau. Und trotzdem haben wir über eine Stunde gewartet. Also. Und dann, ich weiß nicht, wer das erfunden hat, aber wir müssen am Krankenhaus, unser Kinder, also der Kinderarzt, wo wir sind, der ist direkt im Krankenhaus. Und wenn man auf dem Parkplatz vom Krankenhaus parken muss, muss man Gebühren zahlen. Ich stand jetzt da, naja, wie lange war das jetzt? Über 1,5 Stunden habe ich 1,50 bezahlt. Ich meine, ja, es ist vielleicht nicht die Welt 1,50, aber für 1,50 kann ich mir auch zum Beispiel Zucker kaufen oder Milch oder sonst was. Und ich finde das eigentlich ganz schön dreist, dass die am Krankenhaus Parkplatzgebühren verlangen, weil normalerweise muss man am Krankenhaus kostenlos parken. Und das ist richtig ätzend, finde ich. Wo wir da mit Jan und Lea waren zur OP, waren wir ja auch da wegen den Polypen, mussten wir da auch parken. Mussten wir auch bezahlen. Über 5 Euro haben wir bezahlt damals, wo wir standen. Wo ich zur Geburt dahin gegangen bin, wenn mein Mann kam, musste er auch Parkgebühren zahlen. Also, das finde ich... Haben wir wieder keine Milch? Das finde ich ja richtig, richtig ätzend. Wirklich, schreibt mir mal in die Kommentare, wer das auch hat, der am Krankenhaus Parkplatzgebühren zahlen muss. Und dann, der ganze Parkplatz ist frei, ne? Also relativ frei, es waren viele Plätze. Nein, muss so ein blöder Arschloch hinter mir parken. Ich komme gerade an das Auto und mit dem Kinderwagen und er parkt. Er sieht nur, dass ich mit dem Kinderwagen bin. Und dass ich den Kofferraum aufmachen muss, um den Kinderwagen reinzumachen. Was macht der? Der parkt einfach direkt hinter mir, dass ich das gar nicht aufmachen kann. Und dann sagt er noch, ja, können Sie mal vorfahren? Oh, das hat mich auch jetzt, aber ich habe mich da gar nicht aufgeregt. Das war nämlich so ein blöder Opi. Ich bin einfach vorgefahren, habe den Kinderwagen reingemacht und bin weggefahren. Ich dachte mir so, nein. Wisst ihr, was ich meine? Solche
blöden Leute, die, sag ich mal, komplett kinderlos sind oder schon Senioren oder, ja, eigentlich Senioren sind das, und die, die keine Kinder haben, sind eigentlich die Schlimmsten. Die haben überhaupt keinen Plan, wie das ist. Und dann parken die einfach so blöd da. Und dann kannst du gar nicht an dein Auto ran. Wenn wir zum Beispiel mit Audi unterwegs sind, also das Auto von meinem Mann, und neben uns parkt einer, kriegen wir manchmal die Türen nicht mal auf, um die Kinder reinzusetzen. Oder wie heute bei mir, parkt einer einfach hinter mir, dass ich den Kofferraum nicht aufkriege, um den blöden Kinderwagen reinzumachen. Das kotzt mich echt an, solche Leute, die keinen Plan haben, wie das ist mit Kindern. Und, oh, nee, wirklich. Da fehlen mir manchmal wirklich die Worte. Ich kann es einfach nicht glauben. Oh, ja, jetzt habe ich mir einen Kaffee gemacht, weil heute Morgen habe ich keinen getrunken, jetzt habe ich mir einen Kaffee gemacht. Paula schläft, die ist im Auto eingeschlafen und ich habe sie dann ins Bett gelegt und die schläft weiter. Für mich habe ich hier so ein französisches Schokofrüchtchen oder was das ist geholt. Für Paula eigentlich eine Brezel, aber dadurch, dass sie eingeschlafen ist, wird sie später essen. Genau. Oh, manchmal ist das wirklich nur Aufregung. Ja. Was war bei der U-Untersuchung? Alles ist gut. Sie ist in dem Bereich, wo sie sein sollte. An Gewicht her, an Körpergröße, alles, was sie kann. Nur, die hat ja jetzt Husten, der sitzt ja so auf den Bronchien. Und die Ärztin hat jetzt irgendwelche komischen Tröpfchen oder was das ist verschrieben, muss ich mal heute holen. Die muss sie nehmen. Und am Montag müssen wir nochmal zur Kontrolle. Und geimpft. Toll. Montag muss ich auch zum Frauenarzt. Habe ich 20 vor 11 den Termin. Und mit der Paula haben wir 9:15 den Termin. Deswegen weiß ich nicht, ob mein Mann hat zum Glück Spätschicht. Und da weiß ich nicht, ob wir das zusammen machen alles. Erst zu Paula fahren, dann zum Frauenarzt. Oder ob ich alleine zum Frauenarzt fahre und er fährt mit der Paula zum Kinderarzt alleine. Ja, das ist echt beschissen, wirklich. Ich hasse das. Ärzte gehen und Krankenhaus und sowas, das ist nicht so mein Ding. Vor allem mit Kindern, das ist das Schlimmste, was es gibt, wenn du einfach sitzen musst und warten und das Kind beschäftigen musst, das nicht rumschreit. Das ist wirklich das Allerschlimmste. Ich finde das wirklich zum Ätzend. Ja, naja. Jetzt haben wir 12 Uhr. Ich warte jetzt, bis mein Mann kommt oder wann er kommt. Wollte er um 1 oder gegen 1 oder gegen 2 kommen. Und dann gucken wir mal, was wir machen. Das Wetter ist jetzt relativ gut, also es ist frisch, aber wenn man sich draußen bewegt, dann gibt es schon auf jeden Fall. Ja. Genau. Und dann muss ich hier ein bisschen aufräumen. Und dann habe ich gestern angefangen, Wäsche zu waschen, muss ich zu Ende machen. Ich habe gestern Decken gewaschen und Kissen gewaschen, normale Bettwäsche und Kleider. Und ja. Und unten ist noch was liegen geblieben und das von Paula. Das mache ich gleich. Aber erstmal will ich was essen, was trinken. Und dann wird es weitergemacht. Genau.